Na Freunde, wer hat ein bisschen Bock auf Kartenspielen, auf Kingdom Hearts? Oh yes, hier bei Chain of Memories. Du wolltest ja Re-Chain of Memories, die PS4-Version, nicht die PS3-Version. Nee. Das nur, weil ich gerade noch Discord in der anderen Diskussion hatte bezüglich irgendwie 100% und so. Und dass man bei der PS3-Version offenbar erstmal noch die Filmversion von 358 von 2 Days geguckt haben soll. Bevor man, weil dann bekommt man irgendwie spezielle Karten, die es sonst nicht gibt, nur dann kann man hier die 100% haben. Interessiert mich nicht, da ich sowieso keine 100% machen möchte, aber offenbar ist das bei der PS4-Version nicht mehr nötig. So, wir machen weiter mit Monstro. Wir haben eh nachher nur noch eine Karte und vermutlich wird dann spätestens dann wieder jemand von der Organisation auftauchen. Ich tippe mal auf die Frau im Blond. So ganz spontan. Das ist ein komischer Ort. Ist alles so elastisch und weich. Und auch so warm. Ich würde am liebsten Nickerchen machen. Eigentlich müsstet ihr euch auch Sorgen machen. Wer ist da? Ihr seid hier im Magen vom Monstro, dem Wal. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio? Pinocchio bist du's, komm raus. Der gute alte Pinocchio. So, wenn ich dabei bin, mal kurz gucken. Ist alles so weit? Jo, stimmt alles so weit. Bist du das, Jiminy? Puh, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Natürlich so, und Jan haben ihn schon längst vergessen. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin dein Gewissen. Dein Gewissen soll dich immer zu leiten, stimmt's? Klar, Jiminy. Und ich war ganz brav, wenn du weg warst. Ich hab nicht einmal gelogen. Offenbar schon. Oh je! Ach du grüne Neune. Ups, aber wie kommt ihr denn in Monsters Magen? Über einen recht ungewöhnlichen Weg. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wie. Wie schade. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir und Vater hier raushelfen. Was denn? Geppetto ist auch hier? Sicher, kommt mit! Ich überlege gerade Monstro. Ah ja, stimmt, das war ja diese Kackqualle. Weil hier haben wir damals ja auch Rico getroffen. Das erste Mal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Monstro. Gut, nehmen wir an, wir müssen erstmal wieder ein paar Karten farmen. Also, Bams. Ja. Oh, Donald, krass. Dazu. Bams. Der weiß, es geht. Oh, hier schon wieder. Oh, hab ich mal gar nicht vermisst. Goofy. Oh. Ja, ich würde sagen, wieder mal in diesem Farmen, war. Zack, neue Karten. Ein super kleiner Kartenstich. Was gibt's? Eine 8-Karte. Sehr nice. So, gefällt? Scheiße, war zu nah dran. Nee, okay. So. Ja.
Yeah, komm schon. Gut gemacht, Cloud. Und wir haben eine 7-Karte mit schwacher Dunkelheit. Oh, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das hingegen schon. Mindestwert 1 oder 0. Okay. Frage natürlich, brauchen wir die Karte überhaupt? Die kann ich mal ganz kurz hier. Sehe ich ungefähr, wo ich hin muss. Viel sehe ich nicht, obwohl natürlich das schon mal relativ vielsagend ist. Das ist also. Ah, da ist die Tür dahin, okay. Und diese Tür, da ist wieder eins mit 1 und 0. Ja, ihr Monster ist offenbar relativ easy. Zumindest zu Beginn. It's Goofy! Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Ich finde Clouds Karte eigentlich cool, was er macht, aber ist halt relativ schwach, finde ich zumindest. Na toll. Nein! Ich wollte eigentlich einen fetten. Oh, dann ist es 0. Geil. Oh, man könnte nochmal ganz kurz heilen, Karten nachschaufeln. So. Was? Ich habe eine 0 gehabt? Oh, haben wir gerade verguckt. Kann toll raus sein. Schönes Chemiker, so, das ist also die Dreierkarte. Ja gut. So geht's auch. Irgendwo muss noch eine Tür sein. Dass er auf die Tür zurück war. Okay. Dann Enemini-Mu, welche Tür wählen wir? Und raus bist du. Komm hier, ja komm. Stimmt, die hatte ich ja auch nochmal ganz vergessen. Eine Blue Card. Blue Card, Blue Card. So, was? Wieso kann ich hier speichern? Okay. Ich habe ein bisschen Schiss. Wieso kann ich hier speichern? Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn man speichern kann. Hätten wir hier, das ist 2 plus 0, okay, beziehungsweise, ich weiß schon was. 2 oder 0, die sind alle irgendwie so schwach. Warum? Monstro, willst du mich ja gerade ein bisschen verarschen? Schnell. Mal düsen Dunkelheit mit einem Stern. Ja, kann man machen. Jetzt ja nur eine Tür mit 4 oder 0. Jetzt mal die eine. Ich habe noch eine. Eine andere hohe Karte. Und ja, wir hatten schon ein paar Mal, dass man auch mehrere Farben braucht und so. Und deswegen. Nee. Ah, guck mal an. Dann mal eine interessante Tür. Da unten ist eine interessante Tür. Eine 6er-Karte, okay. Kann man so... Wow! Alter, hab ich nicht gesehen. Hab ich jetzt nicht gesehen, dass er da kommt.
Irgendwie sind die Karten aus. Gut gemacht, Cloud. Oh, scheiße. Kann noch viel mehr. Simba! Ja, da muss er kommen. Dann ganz kurz aufladen. So. Und eine friedliche Schatzkarte. Geil. So, mehr Kabel bitte. Denn ich hätte gerne ein paar stärkere Karten on Deck. Sets prüfen. Jo. Wir haben nicht mehr so viele Angriffskarten, das stört mich ein wenig, wenn ich ehrlich sein darf. Deswegen mal gucken, wir haben hier Herzensbrecher. 25 plus bekommen, dann natürlich jetzt nicht so viel. Wir können könnten eine 3 und eine 4 von denen und einfach 2 Dreier hinzupacken. Ich habe noch eine 3er, ja, da passt doch, komm. Anders als so, oder? Dann haben wir. Moment. Ein bisschen falsch. So, jetzt stimmt's. 3 mal 3, 2 mal die 5. Dann haben wir hier einen Nuller, weil man die sowieso immer gut gebrauchen kann. Wunderlampe, ja, hier die Einer, die müssen wir eigentlich mal rauspacken. Ganz ein Einer. Klar, zu viel KP. Und mit Einer kann ich kaum was stechen. Das heißt, müssen wir wieder kombinieren. Ist eigentlich ein bisschen doof. Okay, ich hau die ab. Jetzt brauchen wir hier. Oh, da ist die Boss-Tür. Ganz toll. Warte mal, da ist die Boss-Tür. Ist mir noch falsch. Moment mal. Ja. Ich bin ein bisschen falsch. It's the Boss-Room. Gut, nehmen wir hier die andere. Die ist ja irgendwo. Warte mal, hä? Ah, hier. Rote Tür müsste diejenige sein, die ich noch nicht geöffnet habe, oder? Wenn ich das Spiel richtig durchschaut habe. 2 oder 0, was haben wir? Wir haben hier leider nur eine Einer-Karte. Ist nicht gerade sehr viel. Wir haben 2 blaue, jeweils 4. Das passt doch, komm, nehmen wir die hier. Merkt schon, Leute, ich bin heute ein bisschen besser gelaunt als gestern. Zumindest als letztem Folgen. Ja, jetzt, wenn man langsam so ein bisschen noch reinkommt und so das Feeling hat, dann geht's einigermaßen. Eben, trotz allem nur einigermaßen. Ey. Nicht so, dass ich sage, hey, geiles Spiel und so. Story ist doch schon geil. Im Endeffekt, wo ich sage, hey, gut, dass ich gezockt habe. Aber alles bis dahin muss ich sagen, bisher zumindest noch. Ja. Oh, ist gleich niesen, super. Die Strafe dafür. So, ganz kurz genießt. Also, ihr habt zum Glück nichts gehört, weil ich jetzt endlich mal die Shortcuts eingerichtet habe bei mir. Feuerwurf, krass. Shortcuts wie hier OBS und so. Dass ich kurz das Mikrofon ausstellen kann. Schleuderschlüsselschwert nach vorne und richte Feuerschaden an. Aktivierung, Feuer, Angriffskarte, Angriffskarte. Krass. Ich hoffe, ich denke daran. Das ist nämlich irgendwie die größte Gefahr. Wenn ich runterkomme, bin ich eigentlich in einem Raum, der mir nichts bringt. Wenn wir ganz ehrlich sind, also müsste ich schon den hier nehmen. 5 oder 0. Die 8 will ich gerne behalten. Schmeiße mal hier die 6er weg. Ist zwar die einzige grüne, die ich noch hätte. Könnte also ein Fehler sein, aber hey. Wenn wir gerade einen Heroes-Card oder so. Oh, wäre zwar geil gewesen. Mann! Cloud, schwing dein Schwert! Ups, das war ein bisschen. Nicht ganz optimal getroffen. Simba, brülle! Simba, sehr praktisch.
Wir kriegen eine Muggelkarte. Ist zwar nur Stufe 2, aber immerhin. Was tut es für ein Viech? Oh nee, schon wieder. Ah, gut. Raus hier, Was? Mindestgesamtwert 20? Da wird eine Null nicht gehen. Moment mal, das muss ich jetzt mal ganz kurz Auskunft schaffen. Wie gesagt, ob ich irgendwie auch Kartenwerte stacken kann. Weil sonst habe ich echt ein Problem. Wie soll ich eine 20er Tür aufbringen? Hä? Moment, geht gleich weiter. Oder warte mal, bevor ich jetzt ganz doof bin. Es steht hier oben Bedingungen Karten mit Mindestgesamtwert 20. Aha, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber es reicht trotzdem nicht. Merke ich gerade. Hey, okay. Trotzdem kein Ding, kriegen wir hin. Natürlich, danke Cloud. Ja, danke. Mann! Dann wird sie gegen Monster dort alle stärker. Ja, ist klar. Oh. Natürlich nicht getroffen, ist klar. Du bist Chemiker, ist ja super. Da ist natürlich 0-0-Karte, bringt mir gar nichts. Und da kommt der nächste Herzlose dran getigert. Eine Stufe 2 Karte. Wollt ihr mich langsam verarschen hier? Stufe 2 Karte. Sehen wir, König der Löwen! Oh, Goofy. Alter, scheiß Freeze. Mann, ne scheiß Sturmlauf. Wieso kann ich die Fähigkeit nicht einfach auswählen? Mann, ich kann jetzt so schnell reagieren und mir irgendwie sagen, hey, jetzt einfach die drei Karten, oh, deswegen wird das Sturmlauf ausgelöst. Sorry Leute, das geht nicht. Ich klicke einfach wild drauf los, weil anders klappt das für mich nicht. Dafür ist das Spiel einfach zu... Ja. Zu weird, sag ich jetzt mal. Und auch zu hektisch. Nicht zu weird, aber zu hektisch vor allem. So, wir haben hier den Gesamtwert, wa? Dann machen wir die noch und die noch, dann stimmt's, dann kommen wir hier weiter. So.
Geppetto! Potzblitz, das ist der Chimney Grille. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Gute Frage. Wie lange ein Uhrmacher im Wagen eines Walds? Tja, lange Geschichte. Sehr lang. Du bist in See gestorben, um Pinocchio zu suchen? Und uns hat dich verschluckt. Das war es wert, denn ich habe meinen Sohn gefunden. Aber jetzt kommt ich hier nicht mehr raus, stimmt's? Muss echt furchtbar sein, in Monsters Magen festzusitzen. Hauptsache Pinocchio und ich sind zusammen. Ohne ihn kann ich nicht leben. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein, ja? So geht's mir auch, Geppetto. Mir ist egal, ob ich hier feststecke, solange nur mein Pinocchio da ist. Er ist so ein lieber Junge. Aber er schwindelt immer noch. Damit er das Hilfe von mir, wird das schon. Ach, Jimmy, du sagst dich zu viel. Aber was Pinocchio, wo steckt er überhaupt? Eben war er doch noch da. Wo ist er diesmal hin? Wahrscheinlich auf Erkundungsgang. Dieser Junge hat schon fast jeden Zentimeter vom Monster erforscht. Er verrät mir nicht warum. Ich habe ihm gesagt, dass es gefährlich ist. Auch vergebens. Tja, so ist er halt. Mein kleiner Junge. Mein kleiner Bub. Dieser Junge ist so schwierig. So, wenn ich bitten darf. Schon klar, ich weiß. Wir sollen dir helfen zu finden, oder? Na dann, los Leute. Rettungstruppe, auf sie! Schlüssel der Fügung. So erlernt Sportsfreund. Was? In der Sport unterwegs? Erreiche höher gelegene Orte mit einem Salto. Ah. Die Gruppenability, wie es noch bei Kingdom Hearts 1 war. Schön, schön, schön. Ja, da oben geht es bereits weiter, Freunde. Aber wir werden noch ein paar andere Karten brauchen, als eben nur die Schlüsselkarte der Fügung. Was sonst noch alles brauchen werden und so, das haben wir natürlich in der nächsten Folge hier bei Kingdom Hearts Final Mix. Region of Memories, sorry. Bis dahin, bye bye.